So, hallo aus dem schönen Jesteburg und ja, es geht um einen Kurs und zwar den Street Art und Graffiti Kurs, das ABC der Stencil Art und ich habe den Kurstext auch für Sie. Die Anwendung von Schablonen ist eine weltweite verbreitete Technik in der Street Art Szene. Die Methode ist schnell und effizient und die Kunstwerke sind reproduzierbar. Lernen Sie das ABC der Stencil Art. Sie gestalten ein Multi-Layer Stencil aus Buchstaben des britischen Street Art Künstlers Ben Einer und sowie ein Double Color Stencil mit einem Ausschnitt aus dem Michelangelo Gemälde. Ich bin der Ayan Keser und ich bin ein Street Art und Mosaik Künstler, besser gesagt ein multidisziplinärer Artist. Ich werde mal versuchen, Verbindung mit dem Ayan zu nehmen, damit er uns ganz genau sagt, was für Materialien und wir alles brauchen werden für den Kurs. Also, Sekunde. Ayan, kannst du mich hören? Da bist du ja. Sag mal, Ayan, du kannst doch nicht mitnehmen. Kannst du mich hören, ja? Okay. Dann heißt es hier, bitte bereithalten, zwei Pappen 50x70. Kannst du uns mal zeigen, wie die aussehen? Was sind das für Pappen? Ja, die brauchen wir nämlich für die Farbschichten, wo wir die Zeichnung übertragen werden und Farbe für Farbe ausschneiden werden. Genau, ja, so sehen die aus. Die gibt es in Farben, in Blau, in Weiß gibt es die auch, ganz genau. Okay, die sind also dicker, wie ihr seht, als Papier, aber nicht zu dick, wie so ein Kartonpappe oder, ne? Ein bisschen dicker als Papier. Normalerweise sind das 170 Gramm, so bis 200 Gramm. Die könnt ihr überall finden. Das wird ihr schon merken, die sind dicker als Papier sozusagen. Ne? Es geht darum, dass sie nicht so feucht werden, wenn wir die mit Farben drüber gehen, sollen die einfach nicht so wellig werden. Deswegen muss es ein bisschen dicker als Papier sein. So, als nächstes heißt es hier bei mir, Klebeband steht hier. Klebeband, die nicht so fest sind, glaube ich. Hast du welche da? Ah, ja, genau. Genau, so sieht das aus. Kann man ganz leicht zerreißen und kann man auch ruckzuck, so wie Ayan jetzt, ein Double-Side-Tape draus machen. Genau, für einen Stencil ist es sehr geeignet. Genau, und das kann man auch ganz einfach wieder rausmachen, ja, ohne dass etwas zerreißt. Genau, stimmt. Okay, Acrylfarben, wir wissen ja, wie die aussehen. Kannst du uns mal zeigen, wenn du welche da hast? Genau, es sind ganz einfache Acrylfarben. Die Farben sind hier auch schon beschrieben worden. Weiß, schwarz, braun, orange, grün, rot und lila. Du hast nur schwarz und weiß da, kein Problem. Hier steht ja schon alles. Gut, dann heißt es noch 7 kleine Farbroller. Hast du welche da? Ja, das ist aber nur einer. Wir brauchen 7 Farbroller. Nee, doch nur einen. Ja, so geht es natürlich auch. Wozu 7 Farbroller kaufen? Jetzt für jede Farbe eine. Man könnte das auf 3 reduzieren. Sobald man die Farbe einmal gerollt hat, dann könnte man es auf so einem nassen Tuch einmal drüber rollen und weg ist die Farbe. Und auch wenn er so ein bisschen gemischt wird, ist ja auch nicht schlimm. Kohlenpapier. A4 Größe 2x. Ja, dann heißt es hier noch ein Teppichmesser. Hast du ein Teppichmesser da, damit wir es den Leuten mal zeigen können? Hast du ein Teppichmesser da? Ach so, den hast du einfach so in der Tasche mal mit dabei oder wie? Ja, mach nur Spaß. Okay. So sieht das ungefähr aus. Einer von den ganz, ganz billigen. Nicht bitte extra was Teures irgendwie besorgen. Dann wird das Bild auch nicht besser aussehen. Es sieht immer gleich aus. Findet ihr in jedem Baumarkt. Ja, Schutzunterlage. Sehr dünnes Holzbrett oder ähnliches steht hier. Hast du welches da? Genau. So sieht das ungefähr aus. Auch immer sehr günstig. Also Ökonomie ist wichtig. Man muss ja nicht jetzt Haufen Geld ausgeben, nur weil man Kunstwerk oder irgendeine Arbeit machen soll. Soll nicht zu dick sein. Oder einfach so eine Unterlage, ja, damit sie keine Kratzer in den Tisch bekommen. Ja? Weil wir werden eine Stencil mit dem Teppichmesser schneiden. Deswegen das Ganze. Wer möchte Gummihandschuhe? Ja, Gummihandschuhe. Ich will jetzt in das Thema gar nicht reingehen. Ihr habt schon verstanden. Dann brauchen wir natürlich noch einen Bleistift. So, und ja, dann brauchen wir noch ein Leinwand. Habst du welches da? Das soll sein 50x70 und einmal 40x50 cm. Kannst du uns mal zeigen, was du für Leinwände da hast? Also weiß würde gut sein, ne? Sieht ganz schick aus. Ich glaube, er hat doch keine da. Wie Pappe? Altkarton. Ist doch nicht dein Ernst. Ja, du hast recht. Und das sieht auch ganz interessant aus, ne? Ja, du hast recht. Okay, dann einmal, so wie es hier steht, auch Pappen. Zwei Pappen, alter Karton als Malgrund, ja? 40x50 und einmal 50x70. Das könnt ihr entweder aus einem größeren Karton rausschneiden, schon mal vorbereiten. Oder wenn ihr kleinere Kartonteile habt, könnt ihr sie einfach zusammenkleben.
Genau. Und der Rest ist einfach technisch. So, danke, Ayan. Du kannst jetzt schon mal, ja? Gut, danke dir. So, der liebe Ayan ist jetzt weg. Jetzt haben wir unsere Ruhe. Und er hat ja nicht viel geredet. Egal. So, so sieht es aus. Ich bin Dozent an der Münchner Volkshochschule und freue mich, dass ihr da sein wird. Ja, bis dann. Was machen wir jetzt?